Wir befinden uns in Nebelfall, einem kleinen abgelegenen Gebiet im Südosten Jorviks. Die Einwohner bekommen hier kaum Besuch von außerhalb. Doch warum ist das so? Es wird gemunkelt, dass hier jedes Jahr Kinder und Jugendliche verschwunden sind. All diese Verschwinden sollen auf den See von Nebelfall zurückzuführen sein. Man sagt sich, dass die Seelen dieser verschwundenen Personen keine Ruhe gefunden haben und noch immer dort am See festsitzen. Vereinzelte Personen berichten sogar davon, dass sie noch die Schreie der dort Verschwundenen hören können. Doch niemand hier in diesem Ort Dandel redet davon. Lina ist mit ihrer Familie und ihren Pferden vor 5 Jahren nach Dandel gezogen. Eigentlich glaubt sie nicht an diese Märchen, die sie in anderen Teilen Jorviks über Nebelfall erzählen. Aber dennoch hält sie sich vorsichtshalber von dem See fern und meidet ihn bei ihren täglichen Ausritten. Heute ist der 31. Oktober, Halloween steht vor der Tür und Lina freut sich schon riesig, ihre Runde in Dandel zu drehen, um nach Süßigkeiten zu fragen. Gleich nach dem Ausritt mit ihrem Pony Jack soll es losgehen. Allerdings passiert etwas auf dem Rückweg nach Dandel. Am Weg, der direkt zum See führt, fängt Jack plötzlich ohne ersichtlichen Grund an zu scheuen. Lina fällt. Und sie verliert für kurze Zeit ihr Bewusstsein. Als sie wieder aufwacht, fühlt sie eine leichte Wunde an ihrem Hinterkopf. Sie kann sich noch an die letzten Sekunden erinnern, bevor sie das Bewusstsein verlor. Jedoch weiß sie nicht, wie lange der Sturz schon her gewesen ist. Die Schmerzen sind für sie in dem Moment aber nebensächlich, denn sie kann nur an Jack denken, der nicht mehr bei ihr ist. Sie ist sich jedoch sicher, dass er zurück zum Stall galoppiert sein musste. Lina macht sich zu Fuß auf den Weg zurück nach Dandel, als sie plötzlich aus Richtung des Sees ein Schluchzen hört. Für einen Moment ist sie zwiegespalten. Sie hat Angst und möchte den See eigentlich meiden und so schnell wie möglich nach Hause. Was ist, wenn doch etwas an den Erzählungen dran ist? Jedoch plagt sie der Gedanke, dass vielleicht jemand ihre Hilfe benötigen könnte. Sie entscheidet sich, nachzuschauen, woher die Geräusche kommen. Lina geht vorsichtig zum See und das Weinen wird immer lauter. Erleichtert sieht Lina ein Mädchen am See sitzen, das weint. Sie ist beruhigt, dass sie eine lebende Person sieht. Ihr Kopf hat ihr wohl einen Streich gespielt. Für einen Moment hatte sie wirklich an die Spukgeschichten über die verlorenen Seelen geglaubt. Das Mädchen spricht erst nicht, bis sie sich dann doch zu Wort meldet. Ihr Name sei Sarina und sie habe von der Starshine Ranch einen Ausritt hierher gemacht. Jedoch sei sie gestürzt und könne ihr Pferd nicht mehr finden. Hat ihr Pferd also auch gescheut? War das ein merkwürdiger Zufall? Gemeinsam machen sie sich auf den Weg, um Sarinas Pferd zu suchen. Lina ist sich immer noch sicher, dass Jack bereits zurück zum Stall galoppiert sein musste und bereits in Sicherheit ist. Nach ungefähr 40 Minuten finden die beiden Mädchen ein Pferd auf einem Hügel. Und siehe da, auch Jack ist hier. Die beiden Pferde stehen zusammen, als wenn nie etwas passiert wäre. Ein typisches Herdenverhalten. Vielleicht hat sich das eine erschreckt und das andere ist hinterher galoppiert. Dennoch ist das alles irgendwie sehr merkwürdig. Auf dem Rückweg nach Dandel freunden sich die beiden Mädchen ein wenig an. Lina lädt Sarina ein, mit ihr heute an Halloween die Runde in Dandel zu drehen. In der Zwischenzeit hat Sarina auch noch ihre Eltern angerufen und ihnen erzählt, was passiert ist.
dass sie die Nacht über in Dandel bleiben werde, bis sie dann am morgigen Tag im Hellen wieder zurück zur Starshine Ranch reiten könne. Sarina hat zwar leider keine Halloween-Verkleidung dabei, aber das macht nichts. In Dandel angekommen, werden die beiden Pferde noch verpflegt. Es scheint, als hätten nicht nur die beiden Mädchen eine Freundschaft geschlossen. Lena hat sich im Anschluss mit einem Hexenkostüm in Schale geworfen und die beiden beginnen mit ihrer Runde in Dandel. Die beiden Mädchen laufen von Haus zu Haus. An allen möglichen Türen wird geklopft. Süßes, sonst gibt's Saures. Es gibt Schokoriegel, Kaubonbons und Gummibären, jedoch immer nur für Lena. Sarina hat nicht eine einzige Süßigkeit bekommen. Vielleicht wäre eine Verkleidung doch von Vorteil gewesen, denn Lena hat von allen möglichen Nachbarn reichlich Lob für ihr Kostüm bekommen. Nachdem an jeder Haustür geklopft wurde, sitzen die beiden Mädchen noch für einen kurzen Moment zusammen. Lena fällt auf, dass Sarina sehr bedrückt ist und hat ein wenig Mitleid mit ihr. Also schlägt sie vor, dass die beiden nun nach Hause gehen und die Süßigkeiten untereinander aufteilen. Sie könne das alles eh nicht alleine essen. Auf dem Rückweg nach Hause schaut sich Lena um. Und niemand war mehr da. Ist Sarina einfach verschwunden? Wo war sie plötzlich hin? Sie kann doch nicht so schnell weggerannt sein. Schnell rennt Lena zum Paddock, um zu schauen, ob Sarinas Pferd noch dort steht. Auch das Pferd ist nicht mehr da. Jack steht alleine dort und frisst sein Heu, als wäre nie etwas gewesen. Lena lässt den Abend noch einmal Revue passieren. Sie ist plötzlich verängstigt und ihr schießen lauter Fragen in den Kopf. Ist Sarina weggerannt und hat sich mit ihrem Pferd doch schon auf den Weg nach Hause in Richtung Starshine Ranch gemacht, ohne Bescheid zu geben? Oder hat sie sich das Ganze nur eingebildet und es gibt Sarina und ihr Pferd überhaupt nicht? Schließlich ist sie bei ihrem Sturz ordentlich auf den Kopf gefallen. Oder gibt es einen anderen Grund? Und sie war vielleicht doch keine lebendige Person.